das gerochen haben, was muss das für eine pulsierende Stadt gewesen sein? Berlin hat in einer Freiheit gelebt, die für uns heute noch schwer nachvollziehbar ist. Wenn man sieht, wer alles damals in Berlin lebte und künstlerisch tätig war und wer alles Salons gegründet hat und Kabarets, es war die Hochzeit von Berlin. Berlin war eine Weltstadt. Und das ist eben halt total zerschlagen worden. Das Erste, was angegriffen wurde, waren die Theater, war der Film, war die Presse. Wenn diese Vielfalt verschwindet, dann ist halt einmal eine große Leere. Oder dann ist das eben halt dann nur eine Richtung. Und dann wurde eben halt Musik verboten, es wurden Kabarets geschlossen. Es war eine ganz große Verarmung der deutschen Kultur. Die Gestapo klingelte an den Türen von Juden und nahm die mit. Das kulturelle jüdische Erbe ist letzten Endes von den Nationalsozialisten durch den Terror der Shoah zerstört worden. Jährt sich die Machtübertragung der Nationalsozialisten 33 und am 9. November zum 75. Mal die Novemberpogrome der Nazis. An beide Ereignisse erinnern wir in diesem Themenjahr zerstörte Vielfalt. Sie sind sozusagen unser äußerer Rahmen. Die Idee, dezentral an verschiedenen Ecken und Enden der Stadt zu gedenken, ist vor ein paar Jahren entstanden. Wir werden wahrscheinlich auf 1000 Veranstaltungen kommen, vom Januar bis November diesen Jahres, mit 170 bis 200 unterschiedlichsten Partnern. Und so hat sich ein wirklich großer Fächer von Veranstaltungen ergeben. Die ganze Bandbreite, die eine Zivilgesellschaft zu bieten hat. Themenjahr hat so viele Facetten. Es ist sehr umwerfend. Die Gedenkveranstaltung am Gleis 17 anlässlich der ersten Deportation von Berliner Juden in den Osten. Das sind so Momente, die man nicht vergisst. Die Aufforderung an Berlin heute: Vielfalt ist ein Gut, für das man kämpfen muss. Beim Stolperstein geht es um eine einzelne Person und um das Haus, in dem diese Person gelebt hat. Und das ist die Form der Erinnerung, die mir einfach am Herzen liegt. Alles, was wir tun und was wir machen, glaube ich, ist für die jungen Menschen. Das waren unglaublich viele Vereine, die mitgemacht haben. Viele Workshop-Anbieter, die mit Schulen arbeiten, wo Musikvideos entstanden sind. Aber auch kleine filmische Beiträge. Und hier. Wer bin ich? Josef Mendelssohn. Aus der zerstörten Vielfalt ist da für mich eine Vielfalt des Gedenkens geworden. Steh auf, sei dabei, mach dich bereit. Der Weg ist ziemlich weit, wir beenden jetzt das Leid. Steh auf, sei dabei, mach dich bereit für Vielfalt, Liebe und Gerechtigkeit. Steh auf, sei dabei, mach dich bereit. Der Weg ist ziemlich weit, wir beenden jetzt das Leid. Steh auf, sei dabei, mach dich bereit für Vielfalt, Liebe und Gerechtigkeit. Steh auf.